Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal in einem etwas anderen Setup, ganz entspannt hier auf dem Boden, aber ich habe mich gerade ganz spontan dazu entschlossen, dieses Video gerade zu drehen, deswegen einfach mal hier vom Boden. Und ich habe in meinem letzten Video ja schon erzählt, dass ich in letzter Zeit ein großer Fan von Meal Prepping geworden bin. Also mir total gerne Essen schon am Tag vorher zum Beispiel vorbereite, wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag den ganzen Tag unterwegs bin oder keine Zeit habe zu frühstücken oder da, wo ich hinfahre, gibt es kein leckeres Essen oder kein Essen, was ich mag oder es ist teuer oder was auch immer. Und das Gleiche habe ich mir mittlerweile mit Snacks angewöhnt. Also ich habe immer gerne Snacks, wenn ich unterwegs bin, dabei, einfach damit ich weiß, wenn ich Hunger kriege, kann ich irgendwas Gesundes, Leckeres, was mich lange satt hält und irgendwie zufrieden macht, essen. Ich muss mir keinen Scheiß irgendwo kaufen, ich muss kein Geld ausgeben. Und mittlerweile gibt es so viele leckere, gesunde Snacks, die man zwischendurch essen kann und so super leckere Schokoladen und Trockenfrüchte und Riegel und alles Mögliche. Und ich dachte mir in diesem Video, mache ich euch einfach mal eine kleine Zusammenstellung von meinen Lieblingssnacks und ja, zeige euch einfach mal ein paar, vielleicht auch so als kleine Inspiration, was man so mitnehmen kann unterwegs. Dieses Video ist zum Teil unterstützt von Foodist. Ich durfte bei Foodist eine kleine Bestellung mit leckeren Snacks machen. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Den Rest an Snacks, den habe ich selber gekauft, selber ausgesucht. Und damit ihr was von diesen ganzen Sachen habt, die ich euch jetzt gleich zeige, dachte ich mir, ich mache eine kleine Verlosung und stelle ein kleines Paket aus diesen Sachen zusammen und verlose das dann an euch. Wenn ihr teilnehmen wollt, dann schreibt mir in die Kommentare, dass ihr diese Box gerne haben wollt. Und vielleicht schreibt ihr mir einfach mal in die Kommentare, was so euer Lieblingssnack für unterwegs ist. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich starte einfach mal mit so ein paar Basics, die ich auch immer zu Hause habe und die super günstig sind und man ja einfach gut mitnehmen kann. Ganz simpel, eigentlich auch immer in meiner Tasche ein paar Nüsse. Hier sind jetzt Walnüsse und Mandeln drin. Ich finde, das kann man einfach super gut unterwegs snacken und das hält einen eigentlich auch immer relativ lange satt. Dann ein ganz großer Favorit, was ich auch super gerne immer so zu Hause habe oder was man super gut mitnehmen kann, sind Maiswaffeln oder Reiswaffeln. Ich habe hier jetzt solche von Rossmann, das sind Maiswaffeln mit Quinoa. Und ja, die sind einfach super lecker und irgendwie, wenn man so der etwas salzige Snacktyp ist, zum Beispiel gerne Chips isst oder sowas, dann sind solche Reiswaffeln auf jeden Fall oder Maiswaffeln ein ganz guter Ersatz. Was auch echt immer lecker ist als Snack, sind zum Beispiel Trockenfrüchte, zum Beispiel Datteln oder Aprikosen, die kann man auch immer ganz gut mitnehmen. Oder zum Beispiel solche getrockneten Mangostreifen. Natürlich hat Trockenobst auch immer relativ viel Zucker. Aber es ist zum Beispiel immer noch besser, als wenn man sich jetzt ein Mars kauft oder ein Snickers oder was auch immer. Nicht, dass das auch lecker wäre, aber wenn man ein bisschen darauf achten möchte, dass man unterwegs oder im Urlaub eben auch ja, ein bisschen gesund snackt, dann sind zum Beispiel Trockenfrüchte gar nicht so schlecht. Dann möchte ich euch einmal meinen absoluten Lieblingsriegel von allen Drogeriemarken sozusagen mal kurz zeigen. Und zwar ist das dieser Mandel- und Vanille-Proteinriegel von Rossmann. Das ist ein veganer Proteinriegel und der ist einfach so, so lecker. Das ist so ein bisschen Marzipan-mäßig, sind ja halt auch ziemlich viele Mandeln drin und einfach super lecker. Und ich könnte jeden Tag 5 Stück davon essen und die kosten halt auch nur 99 Cent und sind einfach absolut lecker. Dann noch eine große Empfehlung für die Drogerie-Marken Snacks. Und zwar diese vegane Kokosschokolade von Rossmann. Die ist auch mega, mega lecker. Die ist gesüßt mit Rohrohrzucker und Reissirup. Also ja, richtig, richtig lecker. Die Sachen, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, die sind auf jeden Fall alle schon mal safe in der Box, die ich verlose. Und jetzt machen wir mal weiter mit meiner kleinen Foodist-Snackbox hier. Und das sind ein paar Sachen, die kenne ich schon. Ich hatte ja den Foodist-Adventskalender letztes Jahr. Und da waren schon einige von den Sachen drin, die ich jetzt hier auch nochmal bestellt habe. Und die fand ich einfach so lecker, dass ich sie jetzt nochmal holen musste. Und für alle, die jetzt bei der Verlosung kein Glück haben und die Box nicht gewinnen, habe ich auch noch einen Rabattcode. Den blende ich euch einmal ein und den findet ihr auch noch in meiner Infobox. Und wir fangen einfach mal an. Ich greife hier mal rein. Es war gar nicht so leicht, dieser ganzen Box zu widerstehen die letzten Tage, weil ich habe sie schon ein paar Tage. Deswegen wird es jetzt Zeit, dass ich dieses Video drehe.
Ich fange mal an mit Sachen, die ihr vielleicht auch schon kennt oder schon öfters gesehen habt. Das sind diese Mission More Bites. Und ich habe jetzt hier bestellt die Brownie Bites mit so einem Karamellsirup in der Mitte. Und das sind Protein Bites mit Apple Pie Geschmack. Und die sind wirklich so, so lecker. Und ich bin einfach ein Riesenfan von so Riegeln mit Datteln und Nüssen und sowas. Ja, und die gibt es auch noch mit Cookie-Doo Geschmack und allem möglichen. Also diese Mission More Sachen sind echt richtig gut. Und ich packe euch mal diese Brownie Bites rein. Die sind echt göttlich, wirklich. Dann habe ich hier einen Cookie und zwar ist das der Vanilla Choc Chip Cookie von Cookie Cat. Das sind Organic Vegan Cookies aus Cashews und Haferflocken und die sind einfach so, so lecker. Ich hatte mal so eine Suchtphase von diesen Cookies. Die gibt es auch noch mit Kakao und Walnuss und Hanfsamen und Chia und Lemon oder sowas. Und da habe ich gefühlt jeden Tag mindestens einen von diesen Cookies gegessen, weil die sind so unglaublich lecker und ja, haben einfach super gute Inhaltsstoffe und so als Nachmittags-Snack einfach genial. So, was haben wir hier denn noch? Machen wir mal weiter mit Schokolade. Ich bin ein so großer Schokoladenfan. Ich könnte jeden Tag so viel Schokolade essen. Und deswegen habe ich mal ein bisschen was an Schokolade bestellt. Einfach mal, um so ein bisschen zu testen. Weil es gibt so viele leckere, auch gerade vegane und Raw Chocolates und sowas. Und meistens finde ich die so, so viel intensiver im Geschmack und so viel leckerer und irgendwie befriedigender und befriedigender. Und deswegen habe ich mal ein paar bestellt. Ich fange mal an mit dieser hier. Vielleicht habt ihr die schon mal gesehen. Die gibt es mittlerweile, glaube ich, auch bei Butni. Und zwar ist die von Raccoon. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Die habe ich nämlich schon probiert auf dieser Veggie World Messe neulich, die hier in Hamburg war. Und das ist eine Proteinschokolade mit 22% Protein und gesüßt mit Kokosblütenzucker. Und ich habe jetzt hier die Geschmacksrichtung Espresso, weil ja, ich liebe Kaffee und Schokolade ist für mich eine geniale Kombination. Die kriegt ihr auch in das Paket. Dann habe ich hier eine Raw Halo Schokolade. Und zwar ist das einfach nur Pure Dark Organic Dairy Free und Gluten Free Chocolate, also einfach ganz klassische dunkle Schokolade. Hier ist zum Beispiel auch nur drin rohe Kakaobutter, rohes Kakaopulver, Kokosblütenzucker und das war's. Dann habe ich hier zwei Schokoladen von Loving Earth. Einmal die Salted Caramel Chocolate und einmal die Dark Organic Chocolate, einfach mit 72% ja, Kakao. Und hier steht drauf, just two ingredients. Ich mache jetzt hier mal die Salted Caramel aus, weil die kenne ich noch nicht. Die sieht so aus. Und ich packe euch die Dark Chocolate in die Box. Und die habe ich jetzt gerade leider schon aufgemacht, deswegen muss ich sie selber essen. Und dann habe ich noch eine Schokolade, die ist nicht gesüßt mit Kokosblütenzucker, sondern mit Datteln. Und ich mag diesen Dattelgeschmack in Schokolade auch super gerne. Und die heißt Kakao, also mit 2A. Da gibt es auch verschiedene Sorten von, die kenne ich auch noch gar nicht. Aber ich packe sie euch jetzt trotzdem schon mal in die Box, damit ihr ja auch jetzt eine ganz große Auswahl an Schokoladen zum Testen habt. Hier haben wir zum Beispiel noch einen Cookie von Rookies Cookies. Das ist ein Choc Chip and Hazelnut Cookie. Den hatte ich auch in meinem Adventskalender von Foodies und die sind mega lecker. Hier sind nur drin Haselnüsse, Datteln, Dattelsirup, Kakaopuder, Kokosöl, Schokodrops und Haferflocken. Das ist hier alles drin. Mega lecker. Ah, noch was, was ich im Adventskalender schon hatte. Das sind Activated Nuts and Seeds von Boundless. Und ich habe die jetzt hier mal geholt in den Geschmacksrichtungen Orange, Ginger und Maple. Und die sind super, super lecker. Und ja, so wie die Nüsse kann man die einfach so gut in die Handtasche schmeißen und zwischendurch mal ein bisschen snacken. Mega lecker. Zwischendurch auch mal ein bisschen was Herzhaftes. Das sind Beetroot... Das heißt Beetroot Squares. Und die sind nicht mit Öl oder irgendwie sowas frittiert, sondern es ist einfach nur rote Beete, Zwiebeln, rote Paprika, Mandeln, Kokosnuss, Knoblauch, Salz, Kurkuma, Kräuter und Gewürze drin. So herzhafte Snacks wie Chips oder so sind ja meistens in super viel Öl frittiert und super fettig. Und selbst so Gemüsechips
haben im Grunde dann nicht mehr viel mit Gemüse zu tun, weil da einfach alle Nährstoffe tot frittiert wurden. Und deswegen finde ich solche luftgetrockneten oder ofengetrockneten Chips eine super Alternative. Und die sind richtig lecker, damit ihr jetzt auch noch was Herzhaftes dabei habt. Hier habe ich noch zwei ähnliche Sachen. Das ist einmal ein Buckwheat Granola. Das sind eher so kleine Cracker. Da sind einfach nur Buchweizen, Datteln, Rosinen, Sonnenblumenkerne, Sesam, Kürbiskerne, Leinsamen und Zimt drin. Und ich liebe Buchweizen. Das muss ich auf jeden Fall gleich einmal probieren. Ich glaube, das behalte ich selber. Dafür kriegt ihr aber diesen Super Seed Almond Crunch mit Hanfsamen und Kakao. 20% Protein, also davon werdet ihr richtig stark. Das sind auch so kleine Cracker mit ganz vielen guten Nüssen und mit super viel guten Fetten und sehr hoch in Omega-3 und das kriegt ihr auf jeden Fall. Ich will das jetzt mal probieren. Lecker. Wird nicht lange überleben, das kann ich euch jetzt schon sagen. So, jetzt habe ich hier noch ein paar Riegel und noch was anderes. Das ist nämlich Bio-Style Goodie Carob Chocolate Bites. Raw, Probiotic, Organic, Vegan und Gluten-Free. Ich glaube, das sind so wie so kleine Kekse. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie die waren. Ich mache sie jetzt leider nicht auf, damit ihr sie noch probieren könnt. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Riegel. Ich liebe Riegel. Ich esse jeden Tag gefühlt irgendein Dattelriegel, Nussriegel, Proteinriegel, was auch immer. Ich finde, das ist einfach so, wenn man kein leckeres Stück Kuchen gerade hat oder sowas, finde ich das immer so lecker. Den hier habe ich zum Beispiel letztes Mal auch auf der Veggie World Messe das erste Mal probiert von Nukau. Das ist ein Rohkakao-Hanfsamen-Snack mit der Geschmacksrichtung Haselnuss. Nährstoffreich, low carb, roh und vegan. Enthält von Natur aus Magnesium und Eisen, Antioxidantien und Omega-3. Okay, das hätte ich vielleicht eben eher bei den Schokoladen zeigen sollen. Also das ist kein Riegel so wirklich, sondern eher eine Schokolade. Aber so, so, so lecker und in so kleinen Stückchen kann man sich gut aufteilen. Und alle Riegel von Nukau sind super lecker. Dann habe ich den hier mal bestellt, den wollte ich immer mal probieren, von The Primal Pantry. Das ist ein Kakao-Brownie-Proteinriegel mit 15% pflanzlichem Protein. Und ja, Schoko mit Schokolade kann man nicht so, und mit Kakao und Schokolade kann man mich sowieso immer kriegen. Deswegen wird er mir bestimmt richtig gut schmecken. Den werde ich mal selber testen. Und die nächsten drei Riegel gehen an euch. Und zwar einmal habe ich hier einen von The Beginnings. Das ist auch ein Proteinriegel mit Black Currant, schwarzer Johannisbeere. Dann habe ich noch einen Organic Get Raw Riegel. Und hier steht sogar das Motto dieses Videos drunter. Junk Free Snacking. Perfekt. Das ist ein Chocolate and Walnut Riegel mit Cashews, Datteln, Kokosnuss, Nektar, Kakao. Und das war's. Ich werde gerade sehr neidisch auf euer Paket. Ich würde das gerne selber behalten. Und dann habe ich hier noch was bestellt, was ich sehr spannend finde. Habe ich auch selber noch nie probiert. Und zwar, ich weiß nicht, wie man es jetzt richtig ausspricht. Zampa. Und das ist eine Kelaminbar. Nämlich drin geröstete Gerste, Reissirup, Mandelmus, Kelamin. Das besteht aus Reisproteinkonzentrat, Hanfprotein, fermentierte Reiskleie, unfermentierte Reiskleie, fermentierte Quinoa-Sprossen, Maca-Pulver, Baobab-Fruchtfleisch, Weizengrassaftpulver, reine Bourbon-Vanille. Und alles, was ja irgendwie fermentiert ist, ist ja super gesund und besonders gut für die Darmflora und sowas. Und deswegen finde ich das super cool, dass es sowas auch in einem Riegel gibt. Gespannt, wie der schmeckt. Den werde ich auf jeden Fall mal testen. Und jetzt habe ich hier noch drei Riegel, die habe ich auch eigentlich immer zu Hause. Die sind jetzt nicht von Foodist, aber ich packe sie euch trotzdem noch als Goodie in das Paket rein. Das ist einmal ein Raw Bite Riegel. Die sind bestimmt sehr bekannt bei euch. Also die gibt es ja auch mittlerweile fast überall. Liebe ich, super lecker. Das ist jetzt die Geschmacksrichtung Cashew. Und dann habe ich hier noch zwei Fit Via Vanille Riegel für euch und die sind auch super lecker, die mag ich auch voll gerne. Deswegen kommen die auch noch in euer Paket rein. So, und jetzt sehe ich gerade, das Video ist schon 23 Minuten lang, viel zu lange. Könnt ihr jetzt gut hier gerade so alles einmal aufreißen und probieren. Wie gesagt, wenn ihr die Box gewinnen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich werde dann im Laufe der Woche einen Gewinner auslosen, den kontaktieren und dann die Box zuschicken. Und ja, wie gesagt, für alle anderen
guckt mal in die Infobox, da kriegt ihr einen Foodist-Rabattcode und könnt vielleicht auch mal ein bisschen was von den Snacks nachshoppen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!